Jojo, guten Morgen, guten Abend zusammen. Ich denke, ich kann auch mal einfach über meine Krankheit reden. Ich habe mich auch immer wieder für andere Krankheiten mit eingesetzt, worüber ich geredet habe. Ja. Das eigentliche Problem ist eben, dass ich eigentlich mit meiner Behinderung so weit klarkomme. Es ist manchmal schwer. Es gibt schwere Momente, in denen man echt mit sich zu kämpfen hat. Ich habe eben über eine Überreizung. Ja, die kann man nicht sehen. Das ist eben, nicht, dass es an den Händen, Beinen oder sowas zu sehen ist, dass ich eine Behinderung habe, sondern meine körperliche Behinderung ist eben vom Gehirn ausgegeben, dass das Gehirn eine Überreizung hat. Und das ist sehr schwer teilweise. Und das richtig Schlimme, aber das richtige Problem ist, dass es keiner richtig versteht, nicht mal die eigene Familie. Wie gesagt, ich bin ja auch zu Weihnachten jetzt ersetzt worden durch einen rechten Politiker in meiner Familie. Ja, da wird lieber mit einem rechten Politiker zusammen aus der SPD gefeiert, Herrn Klaus Müller, als mit mir. Weil man es nicht versteht, weil man anderes nicht versteht. Das ist eben, wo ich sage, dann auch, tut mir leid, meine Familie hat sich eben für den rechten Weg entschieden. Statt mit etwas anderen Verständnis zu haben und damit klarzukommen, hat sie eben den Weg gewählt, lieber sich der Politik unterzuordnen oder den materiellen Gütern oder etc. Das ist okay, das ist nicht mein Weg. Ja, mein Weg war es noch nie, mich unterzuordnen, den materiellen blinde Perfektion aufrecht zu erhalten. Aber das muss halt jeder wissen. Wie gesagt, meine Schwester ist seitdem auch für mich gestorben, seitdem sie mich ausgetauscht hat. Das muss auch jeder wissen. Ich kann nur eben sagen, das ist eben gerade das Schwere daran, dass man eben trotz seiner Behinderung dann noch ausgegrenzt wird, abgestempelt wird. Eben Rechte, die dann auch noch, wie dieser Herr Klaus Mille, sich gegen meine Behinderung ausgesprochen haben, gegen meine Person auch ausgesprochen haben, mit denen an Weihnachten zusammen gefeiert wird, unter anderem. Ist ja nicht nur Weihnachten, ist auch Ostern etc. Ja, und man selber gehört nicht mehr zu der eigenen Familie. Nur das ist eben, was man dann mit Schwerbehinderten macht, wie mir zum Beispiel. Und das ist wirklich das wahre Problem. Ja, dass man ausgegrenzt wird, ausgeschlossen, dass es das Verständnis nicht gibt. Wie gesagt, ich wollte es nur nochmal ansprechen, es wird eben in der Gesellschaft, nicht mal in der eigenen Familie wird es anerkannt, dass man eine Behinderung hat. Ja, das ist ja auch nicht eine Krankheit. Ja, es ist nicht eine Erkrankung. Ja, sondern es ist, das ist ein Defekt. Ja, eben durch zu viel Gewalteinwirkung ist bei mir das so, dass das Gehirn ein Defekt hat, bei mir, und eine Überreizung hat. Das heißt, ich verarbeite eigentlich zu viele Signale im Kopf. Ja, das ist eine körperliche Behinderung, nichts anderes. Das ist auch nicht irgendwo paranoid schizophren oder eben irgendwie psychisch oder sonst was, sondern das ist ein körperlicher Defekt, mit dem ich allerdings schwer zu kämpfen habe, der eben auch auf meine Psyche schlägt, natürlich. Das ist klar. Aber eben gibt es dafür sehr wenig Verständnis. Es gibt mehr Verständnis, das ist auch nicht böse gemeint, aber klar hat man mehr Verständnis, wenn jetzt jemand irgendwo körperlich so gehandicapt ist, dass man es auch sehen kann. Dann hat der Mensch im Allgemeinen einen anderen Bezug dazu. Ja, ein anderes Verständnis dazu, als wenn man es nicht sieht. Ja, weil meine Behinderung kann man nicht sehen. Ja, die ist in mir drinne. Und sie wirkt sich natürlich auch nach außen aus. Mein Stoffwechsel ist total kaputt. Darüber ziehen ja auch immer wieder Leute her, eben über meine Atmung auch. Ich bin ein ziemlich kaputter Mensch, ja. Dazu stehe ich auch. Ich stehe auch eben zu meiner Behinderung. Ich bekomme eben deshalb auch aus gutem Rent jetzt EU-Rente. Und
Erwerbsunfähigkeitsrente ist das, für die, die es nicht wissen. Und ich bin halt nicht mehr in der Lage, auch wirklich in dieser perfektionsgerichteten Welt einen Job nachzugehen. Diese Gesellschaft hat auch ein Problem, eben mit sozialen Aspekten eben auch miteinander umzugehen. Eben spiegelt sich das auch, wie gesagt, in meiner Familie wieder. Es ist leider so, und das ist eben das Schwere, das sind eben auch die schweren Momente, die schweren Zeiten. Man kriegt keine wirklichen Gefühle mehr, man kriegt keine Zuneigung mehr, man kriegt auch keine Stärke mehr. Man wird fallen gelassen in dieser Gesellschaft. Man ist anders, man wird fallen gelassen. Und das passiert nicht nur mir so, das passiert in vielen Haushalten, auch mit gesunden Menschen. Wenn man halt anders ist oder irgendwie nicht ja, sich dieser blinden Perfektionsmascherie unterordnet, dann wird man sogar aus dem eigenen Haus rausgeworfen oder sowas, weil man anders ist. Das reicht schon. Das bringt mich dann auch wieder aus dem Punkt, dass eben jetzt gerade bei den ganzen Flüchtlingen-Asyl-Dingern hier, die kommen, ja, da werden ganze Hotels zur Verfügung gestellt. Ja, was ist mit uns? Was ist mit uns Deutschen hier? Ja, darf man doch mal fragen, oder? Was ist mit uns? Was ist mit uns deutschen Kindern? Nur weil wir behindert sind oder irgendwo krank sind oder kaputt sind, werden wir auf die Straße geschmissen? Ja, es ist, wie gesagt, es wurde zweimal mit mir gemacht, dass ich auf der Straße, eigentlich dreimal, aber zweimal, wo ich definitiv dahinter stehe. Ja, das dritte Mal, das war ja dieser Klaus-Müller-Effekt, ja. Das ordne ich auch nicht der ganzen Gesellschaft zu, aber das ist nun mal ein Spiegel der Gesellschaft. Ich habe echt in meinem Leben viel gearbeitet, ich habe viel gemacht, ich habe in meinem Leben körperlich viel gearbeitet, bevor die ganze Scheiße losging. Man ist mir mit jeder Art von Gewalt gekommen, eben verbalen Gewalt, körperlichen Gewalt, Waffengewalt und dann eben zum Schluss noch mit psychischer Gewalt und hat mich psychisch kaputt gemacht. Dadurch habe ich eben, ja, total kaputten Körper auch, kaputtes Gehirn. Mein Stoffwechsel ist im Eimer. Ich habe zugelegt, das weiß ich auch, ja. Ich war richtig schlank in meiner Jugend und in meinem Erwachsenenalter, wo ich herangewachsen bin. Da brauchen auch nicht immer Leute sagen, ich hatte schwer als Kind, als Dickerchen oder sonst was, ja, mit ihren dämlichen blinden Scheiß, weil ich war kein Dickerchen zu meiner Jugend und Kindheit. Das wissen eben auch andere. Ja. Eben meine Behinderung, meine sozusagen Erkrankung in Anführungszeichen, ja, weil ich sage mal, das ist ein Defekt, wirkt sich aber eben aus dem Körper aus und das ist Erkrankung. Also auch mit meinem Stoffwechsel, das ist natürlich Krankheitsbild daraus. Hat wahrscheinlich auch dann mit den ganzen Tabletten zu tun und etc. Ein Teil, ja, ein Teil aber auch einfach, weil man natürlich von der Psyche her belastet wird, wenn man so eine Überreizung hat wie ich. Es ist nicht einfach zu erklären, meine Synapsen halt, die schlagen halt vervielfältigt aus, wenn sie was aufnehmen oder wenn was verarbeitet wird. Das ist nun mal anstrengend sowieso schon. Ich habe es anstrengender als andere, wenn ich irgendwas wahrnehme oder über irgendwas mir Gedanken mache oder etc. Das kann allerdings dann natürlich auch auf die Psyche schlagen, wenn es zu viel wird im Gedankenzentrum. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es war nur mal ein Statement dazu.